Und wir richten erst einmal die Achtsamkeit auf den Atem. Und versuchen da ins Spüren hineinzukommen. Dann richten wir die Achtsamkeit auf die Kopfspitze, wo bei dem Baby die Fontanelle ist. Wir wollen diese Körperstelle wahrnehmen. So gut es uns möglich ist. Nichts erzwingen, ohne Druck, ohne Resultat denken. Und wir gehen von der Kopfspitze mit der Achtsamkeit Richtung Hinterkopf, Richtung Haarwirbel. Wir spüren den Haarwirbel. Und gehen dann mit der Achtsamkeit zur linken Kopfhälfte. Fangen da an, wo die Haare ansetzen. Und gehen von da langsam die linke Kopfhälfte entlang zum Hinterkopf. Und so viel wie uns möglich ist, zur Wahrnehmung bringen. Wir wollen das linke Ohr wahrnehmen. Dann mit der Achtsamkeit zur rechten Kopfhälfte gehen, beim Haaransatz anfangen und von da Richtung Hinterkopf. Dann das rechte Ohr zur Wahrnehmung bringen. Die Achtsamkeit auf die Stirn richten. Zuerst auf die Mitte der Stirn. Und dann die linke Stirnhälfte entlang gehen mit der Achtsamkeit. Und die rechte Stirnhälfte mit der Achtsamkeit erschließen. Die linke Augenbraue zur Wahrnehmung bringen. Das linke Augenlid, linken Augapfel, und die ganze Augenhöhle spüren, plus Augapfel, plus Lid. Rechte Augenbraue zur Wahrnehmung bringen. Rechtes Lid, rechter Augapfel und die rechte Augenhöhle zur Wahrnehmung bringen. Die Stelle spüren, wo die Nase ansetzt,
Nasenrücken entlang gehen zur Nasenspitze. Nasenspitze spüren. Nasenlöcher spüren. Die Stelle zur Wahrnehmung bringen zwischen Nase und Oberlippe. Die Oberlippe spüren. Die Unterlippe spüren. Den Unterkiefer zur Wahrnehmung bringen. Oberkiefer. Und dann den Rachenraum zur Wahrnehmung bringen. Die Achtsamkeit auf die Zunge richten. Die linke Wange spüren. Die rechte Wange spüren. Das Kinn zur Wahrnehmung bringen. Vom Kinn mit der Achtsamkeit den Hals entlang gehen bis zum Oberkörper. Mit der Achtsamkeit zum Hinterkopf gehen und den Hinterkopf und den Nacken zur Wahrnehmung bringen. Das linke Schlüsselbein entlang gehen mit der Achtsamkeit. Die linke Schulter spüren. Den linken Oberarm entlang gehen. Ellbogen zur Wahrnehmung bringen. Den Unterarm entlang gehen. Das linke Handgelenk spüren. Linke Handfläche. Den linken Handrücken zur Wahrnehmung bringen. Und mit der Achtsamkeit die fünf Finger entlang gehen der linken Hand. Die fünf Fingerspitzen spüren. Und von da eine geistige Bewegung raus in den Raum machen. Das rechte Schlüsselbein entlang gehen. Die rechte Schulter spüren. Achtsamkeit den rechten Oberarm entlang gehen. Der
rechten Ellbogen spüren. Den Unterarm zur Wahrnehmung bringen. Und zum Handgelenk gehen. Rechte Handfläche spüren. Rechten Handrücken. Mit der Achtsamkeit die fünf Finger entlang gehen. Die fünf Fingerspitzen spüren. Und von da eine geistige Bewegung raus in den Raum machen. Jetzt die linke Brusthälfte zur Wahrnehmung bringen. Schlüsselbein abwärts bis zur Taille. Und so viele Stellen, wie es uns möglich ist. Und dann die rechte Brustseite zur Wahrnehmung bringen. Wieder von oben nach unten gehen. Und sich immer wieder ganz reingeben, immer wieder hingeben. Und dann mit der Achtsamkeit zum Unterleib kommen. Erst die Mitte spüren. Dann die linke Seite des Unterleibs. Rechte Seite zur Wahrnehmung bringen. Und die Achtsamkeit auf den Rücken richten. Zuerst die linke Rückenhälfte. Wieder von oben nach unten gehen, bis zur Taille. Und so viele Stellen, wie es uns möglich ist, zur Wahrnehmung bringen. Sich immer wieder neu motivieren, immer wieder neuen Entschluss fassen, ganz reinzugeben, ganz hinzuspüren, sich für sich selbst zu öffnen. Und dann das wahrnehmen, was zur Wahrnehmung kommt. Nichts dazu tun, nichts wegtun. Die rechte Rückenhälfte zur Wahrnehmung bringen. Wenn sich Stellen angenehm anfühlen, das wahrnehmen. Wenn Verspannungen sind, das wahrnehmen. Wenn nichts zu spüren ist, das wahrnehmen. Dann die Achtsamkeit auf den linken unteren Rücken und das linke Gesäß richten.
den rechten unteren Rücken und das rechte Gesäß zur Wahrnehmung bringen. Und mit der Achtsamkeit zu der Stelle gehen, wo der linke Oberschenkel ansetzt, rundherum spüren und den linken Oberschenkel entlang gehen zum linken Knie. Das linke Knie zur Wahrnehmung bringen. Dann weitergehen zum linken Unterschenkel. Linke Fußgelenk spüren. Die linke Ferse spüren. Linke Fußsohle. Linken Fußrücken zur Wahrnehmung bringen, entlang gehen. Und die fünf Zehen des linken Fußes zur Wahrnehmung bringen. Fünf Zehenspitzen spüren und von da eine geistige Bewegung raus in den Raum machen. Die Stelle wahrnehmen, wo der rechte Oberschenkel ansetzt. Oberschenkel entlang gehen. Das rechte Knie zur Wahrnehmung bringen. Und weitergehen den rechten Unterschenkel entlang. Rechte Fußgelenk spüren. Rechte Ferse spüren. Achtsamkeit auf die Fußsohle richten. Den Fußrücken entlang gehen mit der Achtsamkeit. Und die Achtsamkeit auf die fünf Zehen des rechten Fußes richten. Zu den Zehenspitzen gehen mit der Achtsamkeit. Und von da eine geistige Bewegung raus in den Raum machen. Und dann noch einmal den ganzen Körper spüren. Alles, was wir uns jetzt erschlossen haben. Und sich ganz in dieses Spüren reingeben.